Also Netzneutralität beschreibt das offene Prinzip, was das Internet hat groß werden lassen, nämlich dass wir an den Enden des Internets entscheiden können dürfen und sollten, mit welcher Hardware, mit welcher Software, mit welchen Protokollen, mit welchen Services und Webseiten wir mit anderen Menschen und Maschinen auf der anderen Seite des Internets kommunizieren können, ohne dass in der Mitte jemand sagt, das geht nicht oder hier richten wir mal eine Mautspur ein. Dieses Kernprinzip, was man auch Ende-zu-Ende-Prinzip nennt, hat das Internet groß werden lassen und hat all die Innovationen und Meinungsvielfalt gebracht, die wir am Internet lieben. Welche Gefahren gehen denn davon aus, wenn es keine Netzneutralität geben würde? Ja, das Problem ist, dass mittlerweile knapp 30 Jahre nach so den Ursprüngen des Netzes neue Technologien Begehrlichkeiten wecken. Technologien wie die Packet Inspection wecken Begehrlichkeiten vor allem bei Telekommunikationsunternehmen, aber auch teilweise bei Staaten, an den Knotenpunkten im Netz Kontrolle auszuüben. Beispielsweise zu bestimmen, was schneller durchgeht, was langsamer durchgeht oder was gar nicht durchgeht. Da gibt es dann zum Beispiel Staaten, die wie in China dann einfach mal den Dalai Lama rauszensieren und mit derselben Technologie eingesetzt dann bei deutschen Providern wird dann beispielsweise mal Skype oder andere Voice-over-IP-Dienste verlangsamt oder blockiert, um das eigene Geschäftsmodell der Telefonie nicht zu gefährden. Also wenn man das Prinzip der Netzneutralität aufgibt, dann gibt man Telekommunikationsunternehmen zu viel Macht und Kontrolle zu entscheiden, wie wir kommunizieren können und wer überhaupt Zugang hat dazu, wie wir kommunizieren können. Wo stehen wir denn da momentan? Wie neutral ist das Internet momentan? Also das Internet war schon mal neutraler. Wir sehen ganz klar einen schleichenden Prozess weg von der Netzneutralität hin zu beispielsweise Mobilfunktarifen, wo im Kleingedruckten Abkürzungen verboten werden, also WOIP, Voice over IP, IM für Instant Messaging oder Peer-to-Peer-Verbindungen werden in vielen UMTS- und LTE-Tarifen verboten. Wir sehen bei beispielsweise Kabel Deutschland, dass ab einer gewissen Durchsatz pro Tag bestimmte Services, vor allen Dingen File-Sharing-Services, heruntergedrosselt werden. Und wir kennen das Bestreben der Deutschen Telekom, seit eineinhalb Jahren sogenannte Überholspuren einzuführen. Und das kennen wir auch zum Beispiel von Deutschen Telekom T-Mobile. Dort wird der Partnerdienst Spotify nicht auf das Volumen angerechnet, sondern ist unabhängig vom Volumen abrufbar. Und damit hat Spotify als Partnerdienst der Deutschen Telekom einen besseren Zugang und bessere Vermarktungschancen gegenüber Telekom-Kunden als alle anderen Konkurrenten. Und dann gibt es noch die sogenannten Zero-Angebote, dass beispielsweise bei E-Plus Facebook kostenlos dabei ist, also nicht aufs Volumen draufgerechnet wird in bestimmten Tarifen. Und hier hat dann eindeutig Facebook eine bessere Ausgangsposition als Monopolist, der quasi Geld mit reinbringt als andere Unternehmen oder freie Projekte, die Facebook mal die Konkurrenz von morgen bieten könnten. Was ist denn die Position der Bundesregierung zum Thema Netzneutralität? Also die Bundesregierung hat einige Zeit lang gebraucht, um eine Position zu finden. Dazu muss man halt sagen, dass im Moment auf EU-Ebene der Kampf um Netzneutralität vorangeht. Das EU-Parlament hat im Frühjahr überraschenderweise für uns mit großer Mehrheit für strenge Regeln zur Sicherung der Netzneutralität gestimmt. Jetzt liegt das Ganze im EU-Rat, wo Deutschland eine entscheidende Stimme hat. Und Deutschland hat jetzt ein Positionspapier veröffentlicht, um mit diesen Positionen in den EU-Rat, in die Verhandlungen aller EU-Staaten reinzugehen und dort Mehrheiten zu organisieren. Und in diesem Positionspapier steht ganz viel drin, dass man Netzneutralität wichtig finden würde, was in allen Positionspapieren zum Thema man findet. Aber einerseits geht man gar nicht mit diesen Forderungen, mit diesen Positionen im Papier gegen die aktuellen Verletzungen vor, sondern man setzt noch eins drauf, man akzeptiert erstmal diese ganzen aktuellen Verletzungen, ohne was dagegen zu tun, und man möchte jetzt auch noch Überholspuren im Netz legalisieren durch einen Rechtsrahmen, so dass halt die Drosselkom
Ideen, die die Deutsche Telekom vor 1,5 Jahren mal präsentiert hat, umgesetzt werden können. Und das wird dann von der Bundesregierung damit argumentiert, dass man ja Breitbandausbau fördern möchte. Man möchte aber dafür kein Geld ausgeben. Man schenkt quasi der Telekom-Industrie Regulierungsferien bei der Netzneutralität in der Hoffnung, dass damit irgendwie mal das Internet ein bisschen schneller ausgebaut wird. Wohin das führt, das sehen wir in der Vergangenheit. Deutschland ist im hinteren Mittelfeld, was die Verbreitung von Breitbandinternet belangt. Und das ist das Ergebnis dieser Politik, einfach mal darauf zu hoffen, dass irgendwie die Industrie irgendwie mal über den Markt mal Breitbandausbau managt. Letzte Woche war Kanzlerin Merkel auf einer Veranstaltung von Vodafone, wo sie eben unter anderem auch über Netzneutralität gesprochen hat. Da ist zum Beispiel das Zitat gefallen, deshalb brauchen wir beides, das freie Internet und das qualitätssichere Internet für Spezialdienste. Was ist denn genau damit gemeint? Ja, mit der Spezialdienst sind halt diese Überholspuren gemeint, die halt einfach mal besser bevorzugt werden. Das Abstruse ist, die Kanzlerin ging rein mit E-Health-Angeboten und fahrenden Autos, die über diese gesonderten Dienste ausgeliefert werden sollen. Also mir kraut schon vor jedem autonom fahrenden Auto, was mal irgendwie übers Internet gesteuert werden muss, weil da muss ja nur mal irgendwo ein Router im Backbone des Internets ausfallen und dann fährt das Auto irgendwo gegen. Also das kann einfach nicht stimmen. Autonom fahrende Autos brauchen sowas sicherlich nicht. Stattdessen hören wir immer wieder in dieser Diskussion, dass die großen Provider Google, Facebook und Co. beteiligen möchten. Das heißt, wir befürchten, dass diese Specialized Services eigentlich Überholspuren sind, die man dann Google, Facebook und Co. anbietet, die wiederum gerne Überholspuren kaufen würden, um damit ihre Dienste schneller zum Kunden durchzubringen, um sich eine bessere Marktposition nochmal zu erkämpfen gegenüber allen Herausforderern, die mal irgendwie das Monopol von denen in Frage stellen wollen. Also mit anderen Worten, hier wird der Weg in ein Zwei-Klassen-Netz bereitet, was gängige Monopole eher stärkt und fördert, als auf Wettbewerb, Innovation und Medienvielfalt und Meinungsfreiheit zu setzen. Inwieweit kann denn da eine gesetzliche Regelung überhaupt helfen? Also wir sehen es in benachbarten EU-Staaten wie Slowenien oder den Niederlanden, dass es dort starke nationale Gesetze zum Schutz der Netzneutralität gibt, die Regeln vorgeben, woran sich Telekommunikationsunternehmen halten müssen. Im Moment haben wir leider in Deutschland mehr oder weniger den Fall, dass wir im Bereich der Netzneutralität keine Regeln haben. Das heißt, Telekommunikationsunternehmen verletzen einfach die Netzneutralität. Sie wissen auch, sie kommen damit durch, weil keiner das wirklich beaufsichtigt, keiner wirklich sich dafür verantwortlich fühlt. Und die Sachen, die wir als Netzneutralitätsverletzungen sehen, einfach mal ja mit einem Auge zugedrückt werden, in der Hoffnung, dass damit irgendwie mal ein bisschen mehr Breitbandausbau auf die Dörfer kommt. Die Bundesregierung sagt ja auch so sinngemäß, dass mit dem Positionspapier jetzt ein Kompromiss gefunden worden wäre zwischen den Forderungen der Wirtschaft und der Netzgemeinde. Ja, es ist vollkommen absurd, dass die Bundesregierung sich jetzt hinstellt und sagt, das ist jetzt ein Kompromiss zwischen der Netzgemeinde und der Wirtschaft, weil erstmal es gibt nicht die Wirtschaft. Wenn man sich frühere Stellungnahmen bzw. Debatten um Netzneutralität anschaut, da hat man dann von sehr vielen Medienverbänden, von den Zeitungsverlegern über ARD und ZDF bis sonst irgendwelchen Verbänden der Wirtschaft, die sich für starke Netzneutralitätsregeln aussprechen. Also mit anderen Worten, wenn man von der Wirtschaft spricht, dann müsste man eigentlich sagen, hiermit ist die Telekommunikationsindustrie gemeint, die vor allen Dingen davon profitiert, dass wir weniger Netzneutralitätsregeln haben und die sich hier fast auf voller Linie durchsetzen konnte, weil ich sehe wenig bis gar nichts, was irgendwie von diesen Positionen der Bundesregierung dazu beitragen soll, zukünftige und aktuelle Verletzungen der Netzneutralität zu sanktionieren. Da steht einfach nichts drin. Also ich frage mich, warum diese Schönfärberei? Man könnte auch ehrlich sein und sagen, hier hat sich halt die Telekommunikationslobby durchgesetzt und die Bundesregierung erhofft sich dadurch einfach, dass irgendwie ein bisschen mehr Internet dafür gelegt wird.